Vor 150 Millionen Jahren erschienen die Vögel auf der Bühne des Lebens. Seitdem meistern sie selbst schwierigste Rollen. Sie trotzen der Schwerkraft. Sie stehen wie Helikopter in der Luft. Oder ziehen nonstop über Meere und Kontinente. Andere sind gut zu Fuß. Vögel kommen überall zurecht. Laufstark zu Lande, pfeilschnell in der Luft, erfolgreich sogar unter Wasser. Und neue Beobachtungen zeigen, sie haben es auch im Kopf. Sie sind Überflieger in Sachen Intelligenz. Dank der grauen Zellen ihres Gehirns. Und wenn es um abstrakte Dinge geht, um Regeln und Konzepte? Papageienshow in Cannes. Solche Kabinettstückchen gehören dazu. Aber Marc Staiger hält die geistigen Leistungen seiner Papageien für viel erstaunlicher. Zum Beispiel so etwas. Jede Form in die passende Vertiefung zu setzen. Für Ruby sei das kein Problem. Aber dann macht Ruby einen Fehler. Er hat einen Fehler. Ausgerechnet jetzt, wo die Kamera läuft. Marc ist das gar nicht recht. Am liebsten möchte er abbrechen. Ruby soll sich nicht blamieren. Ich glaube nicht, dass er den Fehler korrigiert hat. Aber die Kamera läuft weiter und Ruby sorgt für eine Überraschung. Bin ich also auch gespannt. Was ist hier, Ruby? Das Quadrat liegt falsch, aber der richtige Platz ist belegt. Was tun? Ruby gibt nicht auf. Dann fällt der Groschen. Ruby legt den Kreis beiseite. Und jetzt lässt sich alles in Ordnung bringen. Ja, bravo, Ruby, bravo, bravo. Verdientes Lob für Rubys Intelligenz. Ein neues Problem perfekt gemeistert. Jetzt ist Saphir an der Reihe. Er soll die bunten Steine richtig einordnen. 12 verschiedene Farben. Saphir macht das nicht zum ersten Mal, aber die Steine liegen jedes Mal anders. Rot zu Rot, Braun zu Braun und so weiter. Vas-y, Saphir. Saphir, take your toy. Brave. Überraschend zügig geht Saphir das an, obwohl er kein andressiertes Programm abspult. Man sieht es ihm an, die Aufgabe erfordert volle Konzentration. So, ich sage also nichts, damit man nicht das Gefühl hat, dass ich da den Papagei beeinflusse. Jawohl. Bei den hellen, blassen Farben scheint es ihm schwerer zu fallen. Da will er sicher gehen, dass alles stimmt. Saphir, take your toy, Saphir. Voilà, jetzt hat's geklappt. Brave Sache. Beeindruckend. Ein Profi in Sachen Farben. Aber würde Saphir auch mit einer neuen Aufgabe zurechtkommen? Mit einem Problem, das er noch nie zu lösen hatte? Wir bitten Marc um einen Test. Und selber neugierig willigt er ein. Er soll einige Steine umsetzen. Wir nennen ihm Grün, Rosa und Gelb. Ein klarer Regelverstoß. Die Steine liegen falsch. Wie wird Saphir darauf reagieren? Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Papagei das auch schafft. Er zögert nicht einmal. Gelb liegt falsch. Weg damit. Mit Entschiedenheit stellt er die Ordnung wieder her. Spontan, souverän und intelligent.
Hallo, Saphir. Sie ist aber nicht fertig. Voilà. Okay. Sehr gut. Alle Fehler korrigiert. Wir sind begeistert. Und jetzt werden wir selbst zum Test gebeten. Jede Form hat eine andere Farbe. Bitte merken, welche. Jetzt wechsle ich das aus hier. Ich nehme jetzt die farbigen Formen raus. Durch Steine, die zwar auch Farben haben, aber alle die gleiche Form. Die Aufgabe lautet, die farbigen Steine richtig zuzuordnen. Daran erinnern, welcher Stein welche Form, welche Farbe hatte. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob der Papagei das auch kann. Bravo, Ubi. Bravo, bravo. Bravo, Ubi. War rot die Farbe des Kreises? Hellblau war das Kreuz, meint Ubi. Die Blume grün. Dunkelblau das Quadrat. Der Stern wirklich orange? So. Liegt Ruby richtig oder hat er sich getäuscht? Kleine Erinnerungshilfe. Alles korrekt. Vögel werden leicht unterschätzt als Piepmätze oder Federvieh. In Wahrheit verkörpern sie ein Meisterstück auf der Bühne der Evolution.